Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Conan Battle Pass bzw. Herausforderungen. Ja, heute haben wir was mich etwas länger hat verzweifeln lassen, weil ich einfach mit dem Namen nicht klar kam und alles Mögliche getötet hatte, was mir nach Echsen aussah, was aber keine Echse war, zumindest keine Sandechse. Und zwar geht es um die Herausforderung Sandechsen besiegen. Eine seltene Herausforderung, die uns 70 Erfahrungspunkte gibt. 10 Stück müssen wir insgesamt machen. Ich stehe jetzt gerade hier unten und zwar ist das auf H wie Heinrich. Ja, und genau auf der Grenze zwischen 5 und 6, hier oben, wo diese schwarze Träne ist. Und zwar seht ihr die Viecher hinter mir, die diese langen Flügel haben überall. Das sind die Sandechsen. Man sollte vielleicht den Bogen ausrüsten und nicht die Fäuste. Das ist beispielsweise eine. Und ihr seht oben, dass mein Prozess jetzt komplett ist, weil ich bin hier schon eine Runde durchgelaufen. Hier sind 9 Stück, glaube ich, oder 8 Stück zu finden. Das war eine. Die sind ein bisschen versteckt. Hier vorne ist nochmal eine. Ich schieße die mal ab, damit wir wissen, dass wir die schon gesehen haben. Das wären dann 2. Hier ist noch eine dritte. Da hinten geradeaus läuft noch eine 4. rum. Also die haben auch mehr oder weniger alle unterschiedliche Farben. Dann muss ich selber mal eben schauen, weil ich bin eben so kreuz und quer hier durchgelaufen. Ich glaube, hier hinten war nichts mehr. Genau, hier hinten ist soweit nichts mehr gewesen. Hier lief keine mehr rum. Das heißt, da braucht ihr dann auch nicht nachzugucken. Dann hier zwischen ist auch erstmal nichts. Da hinten ist ja die, die wir getötet haben. Hier war die andere, die wir getötet haben. Das heißt, dass wir, wenn sie denn schon respawned sind, hier oben hingehen können. Aber ich glaube, die sind im Moment noch nicht ganz respawned. Da hinten übrigens aufpassen, da läuft ein Drache rum. Also wenn ihr von der Seite auskommen wollt, dann große Vorsicht. Die sind nämlich nicht so einfach. Ja, hier direkt am Strand hatte ich jetzt auch keine mehr gesehen. Die liefen hier immer so zwischen diesen Höhlen, sage ich jetzt mal, entlang. Leider sind sie offenbar noch nicht alle wieder respawned. Das heißt, ich kann euch nicht genau zeigen, wo die jetzt hundertprozentig rumliefen. Aber es war alles so in diesem Bereich hier, wo ich jetzt gerade rumgelaufen bin. Also hier so ungefähr. Immer um diesen Stein und diesen Stein hier herum, aber nur hier unten. Da kann man sie auf jeden Fall ziemlich gut finden. Ja, ich hoffe, dass euch das Video weiterhelfen konnte und wenn ja, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und schaut euch auch gerne meine anderen Battle Pass Videos von Conan an. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.